Ja, wir sind wieder für euch unterwegs hier auf der CMT-Messe in Stuttgart. Und hier bei mir ist Heinrich Riesen. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, man kennt ihn unter anderem von Multiangern. Und er hat jetzt was ganz Neues bei den Fenstern. Das wollen wir uns mal anschauen. Ja, aber gerne. Haben wir hier. Und zwar haben wir jetzt die Echtglasfenster entwickelt. Bestehend aus 2x3 mm ESG-Glas. Mhm. Und die können ganz einfach gegen die Kunststoffscheiben getauscht werden, ohne dass die Rahmen dafür ausgebaut werden müssen. Ah, okay. Ja. Das heißt, wir haben hier die normalen Kunststoffscheiben. Genau. Und diese Fenster, das ist jetzt hier ein Modell, geht aber sicherlich öffnen, oder? Ja, selbstverständlich. Kann ich euch gerne mal zeigen. Genauso wie alle anderen Fenster auch. Und, ja. Wie ist das von der Geräuschentwicklung? Wahrscheinlich auch geringfügiger. Es ist viel, ne, leiser im Auto. Es, ja, ist definitiv leiser. Einen ganz anderen Dämmwert. Sie verbrauchen viel weniger Gas im Winter. Und der Vorteil ist auch noch, die zerkratzen nicht mehr. Wie bei, okay, den Plastikscheiben. Ne? Da gehst du einmal mit der Waschbürste drüber, dann sind die zerkratzt. Oder wenn am Platz irgendwo ein Baum, ein Ast, ja, ist. Ne? Das, ja, ist ja auch meistens, was ist so im Wege ist. Und dann hat man sich die Scheiben zerkratzt. Ja. Ne? Das kann also jetzt hier nicht passieren. Richtig. Wenn man jetzt ein solches Fahrzeug, ich blende das mal ganz kurz hier ein, man hat jetzt ein Fahrzeug, was von, na, als Beispiel 4, 5 Jahre alt ist und man möchte jetzt diese Scheiben komplett wechseln. Mhm. Was nimmt das A für einen Zeitaufwand in Frage und vom Kostenfaktor her? Kostenfaktor haben wir zwei unterschiedliche Preise. Wir bieten einmal die hellen Fenster an, mhm, und die dunklen. Getönte. Getönte, genau. Wir haben eine Mischkalkulation, das heißt, beim Morello für ein komplettes Auto nehmen wir 4,8 für die dunklen Fenster, inklusive Steuer und Arbeit, und 4,5 für die hellen Fenster. Mhm. Und der Arbeitsaufwand ist aktuell noch sehr hoch, auch nur, weil wir aktuell diese Schiene hier, diese Einhängeschiene, von den Kunststofffenstern runternehmen müssen und die hier draufkleben. Ah, ja. Das muss dann über Nacht trocknen und, mhm, dann werden am nächsten Morgen die Scheiben eingehangen. Mhm. Ihr seid, sag ich mal, in Schlüsselfeld, nicht weit vom Werk, ja, entfernt. Also wenn jemand sowieso einen Servicetermin bei Morello hat oder Fahrzeugaufbereitung. Ihr seid ja, glaube ich, in der gleichen Halle wie der Jan Bauer. Richtig, ja, genau. Bei Meier mit drin. Bei Meier, ja, mit drin. Wie heißt der Ort nochmal genau? Burg Haslach. Burg Haslach, genau, genau. Auf der anderen Autobahnseite von Morello. Richtig. Und da kann man gerne vorbeischauen oder eben direkt auf eurer Internetseite. Genau, genau. Ja? Was auch noch immer kommt, die Frage Gewicht. Ganz großes Thema immer. Wir sind jetzt, wenn wir das Fahrzeug nehmen, hier sind 5 Fenster verbaut, dann hat man am Ende ein Mehrgewicht von ca. 26 Kilo. Nach Abzug der Kunststofffenster. Okay, das ist ja gar nicht immer so viel. Nee, also das fällt nicht, ja, überhaupt nicht ins, ja, Gewicht. Ne? Und man muss natürlich dazu sagen, wie du es eingangs ja schon erwähnt hast, der Geräuschpegel, ja, im Fahrzeuginneren nach außen gibt nochmal einen ganz anderen, auch der Dämmwert, wie du absolut gesagt hast. Ja, absolut. Das ist natürlich top. Ja, also für diejenigen, die ihr Fahrzeug umrüsten wollen, jetzt fragen oder werden wahrscheinlich viele fragen, ja, geht das denn nur bei Morello? Nein, es geht auch bei anderen Fahrzeugen. Ich muss aber dazu sagen, bei allen Fahrzeugen, die die Seitz S7 Fenster verbaut haben. Ne? Ah ja. Mittlerweile heißen sie ja Dometic, Dometic, aber die S7 Rahmen, für die passt es. Mhm. Ja, wer immer noch nachfragen möchte, ob es wirklich bei seinem Fahrzeug geht, dann blende ich die Kontaktdaten unten in der Suchleiste noch mal mit ein und dann haben wir soweit auch alles erwähnt. Ja. Ja, wir bedanken uns noch einmal hier beim Heinrich Riesen und wenn jetzt wirklich jemand noch mal die Adresse, vielleicht können wir da noch mal drauf hinweisen. Ja, selbstverständlich, wir haben hier die Flyer, in denen kann man auch noch mal schön die beiden Farben sehen, hell und dunkel, und da haben wir dann die Kontaktdaten. Jawohl. Ja, dann wünsche ich einen schönen Messeverlauf hier auf der CMT in Stuttgart. Dankeschön. Danke. Schön, dass du da warst.